Ein wunderschön. Ja. Okay. Da sind wir. So. Oh, nächstes Level geschafft. Er hat also schon während wir offline waren einen Boss besiegt. Böser Junge. Gut. Na gut. Ja, ich habe nicht, ich habe nur, ich habe den Sprung bis Level 70 geschafft. Wegen weil Baum. Macht aber nichts, wenn ihr weiter leveln. Sogar ein ganzes Stücke. Tun wir das? Machen wir das? Macht das Sinn? Ja, doch eigentlich. Easy. So, dann gucken wir mal, den nächsten Boss könnten wir durchaus schaffen. Vielleicht, hoffe ich mal. Sieht gut aus. Gucken wir mal, was die Söldner von uns wollen. Aha, hier überall Gold. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wow. Ah, ja. Gut, diesmal keiner gestorben. Ja, dann würde ich mal sagen, wir bedienen uns allererst bei dem ganz unten. Danke dafür. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Money haben wir da. Oh, aber noch nicht genug. That sucks. Gut, können wir wieder ein bisschen durchwaschen. Ja, komm. Einfach mal ein bisschen, ne, ein bisschen aggressiver hier zustatten gehen. So, das können wir uns auch nicht leisten. Wir nehmen uns gleich direkt den nächsten. Das wäre dann er. Jetzt können wir uns hier ein bisschen was leisten. Das war's aber auch schon. Gut, dadurch, dass wir von ihm nicht weiterkommen, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als ihn immer weiter hoch zu leveln. Gut. Wow. Jetzt okay, Frost lieferte bereits ein Geld. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne ein bisschen mehr. Wisst ihr was, hier kommen, wenn wir schon mal dabei sind. Bam. Oh, eine 4-Stunden-Quest. Nice. Endlich mal was Brauchbares. So. Den Boss von 50 dürfen wir noch nicht schaffen. Von daher. Oh Gott, alles haben wir ewig lang Dinger. Das ist traurig. So, 20 Level. Naja, geht ja. So, können wir zumindest schon mal den Boss vielleicht schaffen. Das wäre ganz nice. Wir würden jetzt schon 46 Euro Salzburg. Ach, stimmt da. Hier steht es ja jetzt auch. Sehr schön. So, wir würden 46 Heroes Souls bekommen. Das heißt, das lohnt sich noch nicht wirklich. Doch, wobei. Warte mal ganz kurz. Also Level 4. Ne, dann bekommt ihr Level 3. Also 3. Das sind dann 7. Das sind dann 13 für Level 5. 21 wären dann für Level 6. Das geht tatsächlich schon. Ich hätte aber tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr. Ja. Das
Problem ist, aber jetzt schon Ascendant, müssten wir halt wieder von vorne anfangen und haben halt jetzt bis jetzt noch kaum wirklich Durchschlag, also richtig Boni. That is bullshit. Wäre halt geil, wenn wir irgendwie unseren Schaden pro Sekunde erhöhen könnten. Dazu bräuchten wir aber den anderen Tübi. Und der ist hier in der Auswahl gerade nicht mit dabei. Dann müssten wir also wieder auf gut Glück durchklicken. Und wenn ich mal an mein Glück Verletzendes denke, wo ich nach 7-mal klicken nichts bekommen habe, also nicht, nicht das, was ich gebraucht habe, dann zweifle ich mein Glück gerade so ein bisschen an. Den Boss haben wir nicht geschafft. Okay. Schade eigentlich. Jammer schade. 46. Ach Gott. Na gut, wir speichern erstmal. Genau, in Downloads. Dankeschön. So, nein. Bam. Gucken wir mal. Wohl war doch klar. Der bringt uns halt Gold, aber das ist ein Witz. Das ist alles ein Witz. Wisst ihr was? Wir nehmen dich hier schon mal mit rein. Bom. More Treasure Chests. Ah, nicht so ganz. Alter, schon. Oh nee, das wird nichts. Ah doch, der da. Oh Gott, Alter, wir würden aber hierfür schon 8 Stück ausgeben mittlerweile. Gut, okay, machen wir anders. Wir gehen erstmal wieder auf aktiven Bild über, als andere bringt er hier sowieso erstmal nichts. Bumm. Das heißt, ich lasse ihn auch erstmal hier komplett raus. Setze erstmal alles hier auf ihn. Dankeschön. Und dann, müssen wir erstmal ein bisschen Hero Soul farmen. Was mit dir los? Ach ja, hier war eine kurze Quest. Die da. Geht doch, sehr schön. Mindestens 2 gute Quests. So. Das heißt. Wir werden jetzt ein paar Mal so bis Level 100, also weit über Level 100, aber halt so, ne, so gegen Level 100 gehen, ein paar Hero Souls farmen. Anders kommen wir jetzt erstmal nicht zu Potte. Weil wir sagen, mit einem passiven Bild, das geht halt wirklich erst, wenn wir halt wirklich viele Hero Souls haben. Von daher bringt uns das erstmal nicht. Das hier ist auch Quatsch. Der bringt halt einfach zu wenig. Von daher müssen wir überhaupt erstmal an die Hero Souls rankommen, damit wir dann mittels Hero Souls, wie bei der hier, beziehungsweise den Typen, den wir bekommen hier mit Schaden pro Sekunde, damit wir halt ein passives Bild aufbauen können. Wir müssen definitiv erstmal aktiv bleiben. Ist traurig, ist aber leider so. Na, bam, 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 bam. Akku. Akku. So.
Flackt sich schon wieder der Bildschirm, ich glaub's ja. So. Hä? Achso. Da hatte gerade hier unten war die Flosse von dem Fisch, die man anklicken kann, aber das war hier von dem, was auch immer das darstellen soll. Keine Ahnung. Komm schon. Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Money. Dankeschön. So. Betty, die Klickerin, die Gute, die uns wieder hier haufenweise, oder war das sie? Genau, die den Schaden von alten Helden anhebt. Was ganz geil ist. Ach ja. So. Maske Samurai. Ich habe was mit dir. Wir haben halt noch konkreten Schaden, kann das sein? Ne, da müssen wir erstmal wahrscheinlich dafür sorgen, dass wir hier tatsächlich irgendwie mal die Zweitfähigkeit freischalten. Das hier zum Beispiel, Ivan. Ach, der Typ hier. Na gut, der ist noch ein bisschen teuer. Dankeschön. Ab Level 75 gibt es das schon. Ah, das ist natürlich nice. Dann können wir es ja vielleicht doch leisten. Ja, das wird bloß noch ein bisschen. Na komm. Vielleicht sollten wir doch erstmal hier unten weitermachen, damit wir denn die anderen Häufer mit hochziehen können. Darauf muss schneller gehen. So. Naja. Auf einem guten Weg, vielleicht können wir uns ein zweites Level leisten. Das bringt dann so semi viel. Herrgott, wir machen gerade so viel Schaden von uns. Achso, die machen alle mit noch relativ durchwachsen Schaden. Jetzt macht der Stiefel bereits 40%.
Sehr schön. Haben wir schon mal ein bisschen Bonus dazu bekommen? Die nächsten vielleicht erst 15 Levels. Eine kleine Krabbe, yay. So. Betty, der Klicker von Notre Dame. Jawohl. Bam. Easy. Oh, wir wollten ja hier oben jetzt ein bisschen freischalten. Ja, das klappt so semi, so gar nicht, so ein bisschen so überhaupt nicht. Wir brauchen auch die Fähigkeit hier. Der da. Danke. Und aber auch gleich. Danke. So, können wir jetzt nochmal zum Boss gehen? Sieht doch schon besser aus. Klippt runter, danke. So, dann haben wir gleich wieder ein bisschen Money, ein bisschen Kohle, ein bisschen Koks. Flackt hier schon wieder alles. So, Level 30 haben wir damit auch geschafft. Das geht wieder schön runter. So muss das sein. Drittel von unserer Gesamtstärke aus. Das ist geil. Ah, da warst du mal auf Level 2, dann macht er noch mal ein bisschen mehr, dann macht er schon mindestens 50% Schaden aus. Boop. Sag ich doch, 51%, gut geschätzt. Und für alle, die jetzt kamen mit 60%, ihr seid dumm. Ihr habt Prozentrechnung nicht ganz verstanden, beziehungsweise Anteilrechnung oder wie man das nennen mag. Weil, wenn er das vor 30 hat und Level 2 erreicht, dann wird er doppelt so stark. Das heißt aber nicht, dass er im Team die doppelten Schaden macht, ne? Sondern, angenommen, man hat Person A und Person B und Person A macht die Hälfte vom Schaden von Person B, dann hätte er Person A insgesamt ein Drittel und Person B insgesamt zwei Drittel. Heißt also, Person A hätte 33% und Person B hätte 66% oder 67%, ne? Wenn jetzt Person A den Schaden verdoppelt, dann hat er praktisch. Ja, also er hatte ein Drittel, er hat zwei Drittel, hätte also beide hätten zwei Drittel, hätte also sie hätten beide gleich viel. Also vom Gesamtschaden hätte er dann nicht 33 mal 2, also 66%, sondern 50%, und zwar die Hälfte vom Gesamtschaden. Deswegen ist das ein bisschen, ne, da muss man mal gucken, wie man solche Sachen berechnet, damit man nicht auf die Fresse fliegt beim Rechnen. Ich glaube schon wieder viel zu viel Scheiße, aber gut. Ist ja die perfekte Aufnahme oder die perfekte Serie, um überhaupt ein bisschen rumzuquatschen. Der hätte mich auch alle für einen Streber halten, den keiner mag. Ich bin so allein. Gut, mal gucken, was wir hier oben mal wieder ein bisschen machen können. Die nächste Version. Achso, ist das mit dem Gold? Oh Gott. Das hier wäre noch geil, aber das ist Alexa. Kriegen wir die schon? Alexa ist relativ weit unten, ne? Boah, die ist hier ganz unten. Fuck the shit. Warum macht die das? Will die mich ärgern? Gut, haben wir ja gleich raus. Dann geben wir ihr schon mal ein Level, damit ich sie auf jeden Fall schon mal leveln kann, während wir dann nachher irgendwie Projekt oder so machen. Brrr. Haben wir noch einiges vor uns. 44% Gesamtschaden. Alter, wie viel Damage macht die denn? Das ist doch nicht gesund hier. Bitte, beruhig dich mal. Ach ne. ich könnte noch mal nachhelfen, aber ich schieb mir das mal lieber für den Boss auf.
gucken, ob das dann reicht. Vielleicht kommen wir bis dahin sogar 1,6 zusammen. Sieht gut aus, tatsächlich. Ich lasse mal ein bisschen idle. Ein bisschen idle, klar, ein bisschen farm. Damit wir bis zum Boss auf jeden Fall hier noch den zweiten Level drin haben. Dann sollte der kein Problem sein. Davon gehe ich mal hart aus. So, kommen noch zwei, drei Monster und dann haben wir es doch. Thank you. Bam, bam. Oha. Warum ist der Boss so scheiße stark? Nee, schaffen wir nicht. Stimmt, der Level 30 fangen ja an, die Sprünge etwas heftiger zu werden zwischen den Bossen. Das ist aber nicht so nett, nee. Du klingelst arschgewandt. Fuck. Muss noch ein bisschen sparen. Da kommt noch ein Level hier. Bam. Arsch. Meine. Danke. Bom. Nochmal um 20 erhöhen. Und dann nochmal um 20 erhöhen. Und dann glaube ich nochmal um... Nee. Der letzte ist gerade um 25% erhöhen. Auf jeden Fall mehr als 20%. Das sind 4×20 und dann kommt hinten noch was anderes. Aber da weiß ich nicht mehr, was es da kam. Oder kam da was ganz anderes? Das bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Gehen wir hier. Nee, kostet 1E8. Das dauert noch länger. Nee, dann gebe ich erstmal ihr hier. Mal gucken, wie teuer das wird. 3E7 haben wir bald zusammen. Die sind doch schon so stark und trotzdem schaffen den Boss nicht. Das ist echt ein bisschen wahnwitzig. Komm, Betty, mach mich stolz. Ich bin dein Vater. Aber da war's. Komm, hier noch drei Monster, zwei Monster, noch ein Monster. Na, die zwei Monster. Hä? Ach, 3,7? Nee, okay, brauchen wir noch ein bisschen mehr. Boah. Mann, ey, hält das jetzt? Danke. Bomb. Brauchen wir noch 1E6 Gold, haben wir auch. Hä? Ach, 1E7. Mann, ich kriege gleich eine Krise. Warum ist das Spiel so gemein zu mir? Ich schwör hier nicht mehr. Gebraucht. Dann mach hinne. Arsch. Danke dafür. Nächste Geburt. Boah, aber dieses Warten. Okay, danke. Bam. So, das nächste war... Ach, Click Damage war das für... Gott, ja, okay. War also für komplett anderes. Gut. Nevermind. Dann sparen wir jetzt auf... Oh, Mann, ist das... Dann sparen wir jetzt über ihr noch ein Level oder sparen wir gleich auf... Wie gehen wir erstmal ihr noch ein Level? Es geht wahrscheinlich schneller. Dann dürfte nämlich den Boss dann jetzt schon schaffen. Davon gehe ich mal aus. Gehe ich mal. Bumm, und dann gucken wir mal. Ja, sieht doch gut aus. Easy, no problemo. Klicken wir noch ein bisschen mit, haben wir noch ein bisschen kritischen Schaden vielleicht. Wobei unser Klickschaden jetzt nicht so hoch ist. Und der Klickdamage ist ja absolut apostrophisch niedrig. Obwohl es nur 100stel passt. Geht eigentlich. Oder? Nee, ist weniger als 100. Wir haben jetzt 1E4. Und hier ist 1E7. Wir haben also einen Faktor von 1000. Digga, was ist denn da los? Achso, weil wir noch nichts mit diesem Prozent... Hier, das Ding haben wir noch nicht. Und ja, das hier auch noch nicht. Und damit fehlt genau diese Stärke von den beiden. Das heißt, wir sollten ihn erstmal hier... boom, schon aber gleich viel mehr Click Damage. Jetzt haben wir hier richtig jetzt. Wir sind jetzt beim nächsten Boss. Hä, nee. Ach, wir haben das Ding hier raus. Ach, leck mich doch. Arschloch. Ah ja, haben wir ein bisschen Geld gefarmt. So. Boah, 2E8. Mag ich aber nicht so sehr, ne? Wisst ihr schon? Arschloch. Mit Eimer. Gut, das machen wir jetzt erstmal auf die 1E8. Kriegen wir gleich zusammen. Ja, locker. Dann können wir schon mal hier von Natalie in Level uns reinpfeifen quasi.
Dann bin ich ja mal gespammt. Bis wohin das gut wird. Boah, jetzt komm. Danke. Hä? Ich hasse dich. Arschlo. Danke. So, aha, schon geht der Ball wieder schön geschmeidig runter. Das gefreut mir doch. Ja, sieht doch gut aus. Ja, wenn die auch noch ein bisschen länger wird, never mind. Das ist mir sowas von egal. Ich bin gerade so ein bisschen in One. Wir kommen schon noch schnell genug an den Punkt, wo wir wieder strugglen und da können wir immer noch strugglen und dann können wir wieder Feierabend machen. Kann ich wieder ein bisschen idlen, ein bisschen im Hintergrund arbeiten, also hochleveln. Wir jetzt erstmal 4 Diamanten finden uns noch. Ach, siehst du, stimmt, jetzt haben wir die Ascension gemacht noch bevor. Na gut. Bevor die Diamanten voll waren, haben wir quasi ein paar Diamanten verschwendet, aber lassen wir das mal. 64% unserer Gesamtstärke. Ich glaube das nicht. Wie kann man denn so absolut overpowered sein, Mädel? Ja? Die Natalie in meiner Grundschulklasse, ja, die war viel ruhiger. Die hat keine Tische zerkloppt. Aber die arbeitet im Graffiti. Danke. Jetzt haben wir Natalie schon auf Level 3 gebracht. Ich wollte gebefördert sagen. Das sagt man so. In irgendeinem Teil der Welt. Lasst mich. So. Ja, der ist Mercedes. Der ist ja wirklich Mercedes. Ernsthaft jetzt? Vor allem, das ist ein Mädel. Das ist doch ein Jungsname. Das ist überhaupt kein Name. Das ist eine Firma. Digga. Product Placement hier. Auch wenn ich gerade nicht weiß, die Firma wird global anders geschrieben. Ja, ich interessiere mich nicht für Autos. Es gibt so ein paar Autos, die sind geil, aber das sind halt vereinzelte Autos. Ich bin jetzt keiner, der sich allgemein mit Autos auskennt. Ich habe da dafür also meine PCs und so, ne? Kann man hier noch ein paar Level. Ja, komm hier, bam. Lass uns flutschen, muss das. Außerdem stagnieren wir ja gerade schon wieder. Können wir hier bam, bisschen weitermachen, ne? Bam. Kriegen wir das Level auch locker durch. Sehr schön. Siehst du, hier mit diesen leck mich am Arsch, mit dem Rollerball da, mit dem Jojo, geht das schon gleich viel besser. Juggernaut heißt der oder sowas, ne? Hä? Ja, Juggernaut. Oh, ein Fisch. Ein Ruby. Ruby. Ja, ich weiß nicht, also Ruby. Also jetzt nicht Ruby, sondern Ruby. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich verstehe es nicht wirklich. Wer das kennt, die ersten Episoden waren richtig geil, aber mittlerweile. Ich fand eigentlich so den Zeichen- und Animationsstil von den ersten Episoden bis dahin, wo die Schule hochgeflogen ist, quasi richtig geil. Aber ab da nimmt es irgendwie immer weiter ab. Keine Ahnung. So, kaufen wir uns mal den Mercedes. Hoffentlich ist hier auch Mercedes im Bett. Ach, und Rolli. Ja, gut, okay. Komm, lass mal das mal. Was kriegen wir noch? Eine Klageanhalt wegen Anklagerei. So. Doch Gott, jetzt hier. Ach, mach mal Vollbild hier. Och. Asch. Mit One. So. Bam. Easy. So, dann war das schon mal. Dann können wir hier hinten auch mal ein bisschen aufräumen. Ne? Ein bisschen ein paar Level hier leveln. Kann sowieso mal ein bisschen noch leveln hier. So, wo war das der andere? Die hier. Bam. Klickschaden weiter erhöht. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Danke dafür.
Ich wollte eigentlich schon mal 20 Level kaufen und nicht 10 Level. 10 Level ist ein bisschen so, naja, wie so ein. Hier bitte beliebiges versautes Beispiel einfügen. So, schön Olof Level 100. 100, 100. Den müssen wir auf 150 bringen. Den auf 125 und dann. So, haben wir die ersten schon mal wieder komplett aufgelevelt, auf volle Level. Kennt ja jeder bestimmt das volle Level, ne? Also ist eine komplett legitime Bezeichnung. Da bleiben die alle Gesichtszüge liegen. Level 2 hier. Oh, ne, den schaffen wir definitiv nicht. Komm, okay, verpiss dich mal hier. Komm raus jetzt hier. Arschloch. So, aber wir kriegen von ihm gleich Level 3. Das ist ganz geil. Das freut mich. Ich habe gerade keinen Plan, wie lange die Folge geht. Laut Gefühl ist die Folge jetzt quasi eigentlich schon vorbei, aber ich habe gerade irgendwie echt Lust hier zu spielen. Einfach weil wir jetzt gerade so relativ easy vorankommen. Also nicht wundern, es wird wahrscheinlich eine extra lange Folge. Ich meine, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, weil ihr seht ja bereits die Endzeit von dem Video, wenn ihr das Video anklickt. Ich leider nicht. Von daher gucken wir mal. So, können wir uns mittlerweile noch das Level leisten? Jawoll, na Halleluja. Okay, der nächste Boss ist fertig. Fix und fertig. Schaffen wir den? Doch, den schaffen wir, ne? Ja, doch, sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Das klärt es doch, ja. Ligifax. So, immer wieder ein bisschen hoch Level. Vor allen Dingen mal die Dame hier zum Beispiel. Danke dafür. Hä? Wie sagt er? Ach, ich habe schon nicht auf die Zahl geachtet. Ja, das war natürlich. Danke. Er hat natürlich nur kein Upgrade mehr. Mann, ey. Nani, oh my wow. Okay. Kriegst du. Bom. Kriegst du auch. Bom. Und mehr kommt nicht. Aha. Danke dafür. Oh, schon zu teuer. Mist. Ein Ubi! Ubi, wir lieben dich! Ich will Kind von dir! Also, du von mir. Alles andere ein bisschen komisch. Sie von mir? Das wäre aber ganz schön. Also, ich glaube, für sie bin ich tatsächlich schon ein bisschen zu alt. Ich meine, ich habe tiefe Gefühle. Ja? So ganz körperlich gesehen, auf Körperposition her, tiefe Gefühle, wenn ihr versteht, was ich meine. Bitte das Thema wechseln, ey, ganz ehrlich, das ist doch, ich werde doch verhaftet. Digga, ich bin im Internet. Da macht man sowas nicht. Und mir zu Hause, wenn keiner zuguckt, okay, das ist kein Problem. Boah, Alter. Oh Gott, was tue ich hier? Ein Glück wird Clicker Heroes wahrscheinlich sowieso kein Match gucken. Ach, ein Mini. So. Können wir jetzt noch schon noch ein Level leisten? Ja, gleich. Jawohl. Haben wir schon mal Level 3. Für den nächsten Boss reicht es aber leider noch nicht ganz. Wer war denn das jetzt hier nochmal? Das war Alexa. Die hier. Von der können wir uns doch bestimmt schon ein paar Level leisten, oder? Na, Fehlanzeige. Ich hasse dich. Ich sterbe. Ach, das ist teuer. Ach, ich sterbe. Na, schon fängt langsam an zu stagnieren. Das heißt, wir könnten tatsächlich jetzt schon Feierabend. Wobei, ich... Ach nee, 5E10. Gott, wir haben gerade 5E9. Wir sind gerade bei Boss. Warum sind wir bei Boss? Was will der Boss von mir? Genau, gehen wir zurück hier. Gut, wir haben aber gleich zumindest, um dem hier noch ein Level zu geben. Ansonsten können wir hier oben noch was machen? Ich weiß das gerade nicht. Ah, die sind alle zu teuer. Achso, doch, geht. Das bringt allerdings nicht allzu viel. Oh! Das ist so geil. Das ist doch schon gar nicht mal so schlecht.
kritische Kick, blälele, kritische Trefferchance erhöhen, das ist, mal, ist immer, immer ganz cool. Jetzt haben wir genau 5000. Boom, genau 5000. Yay. Oh, jetzt haben wir wirklich 5 E10. Gut, dann warte ich mal lieber noch ein bisschen, dann spare ich mal bitte ein bisschen. Andererseits könnte ich mir auch mittlerweile hiervon schon fast für Level kaufen. Oh, guck mal, ein bisschen schneller sparen. Boah, Alter, guck mal, wie schnell der Balken runtergeht, ey. Woohoo. So muss das sein. Yeah, Goldkiste. Thank you. Ah, ist aber bloß noch ein bisschen entfernt hier. Haben wir gleich wieder. Gleich sind wir soweit. Jawohl. Dann können wir uns Brüle. Dann können wir uns den Broiler schnappen. Lindeofen. Der Broiler aus dem Ofen. Ja. Sehr schön. Wortwitze auf Kosten von anderen. Ich liebe das. So, na komm noch ein bisschen, das schaffst du doch. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich habe gerade so Appetit auf Broiler. Komm, noch ein bisschen. Jawollo. Das rockt doch, das ist doch ganz geil. So, wir können ja mal gucken, ob wir jetzt mittlerweile den Boss schaffen. Ja, easy. Easy ist. Easy ist. Den nächsten Boss können wir dann schon wieder hier mit erledigen. Ist ganz geil, ist ganz cool, ist ganz krank, ist ganz. Oh, gleich eine Chest. Wup. Thanks. Na komm. Mann, hat doch nicht ganz gereicht. Yay, dankeschön. So. Gut, gucken wir mal hier, was wir jetzt ein bisschen mal hier so oben machen können. Das war ja Alexa. Boom. Immer noch zu teuer. Mist. Und die Fähigkeit bekommt sie wirklich erst ab Level 100. Das ist natürlich schade. Da müssen wir also noch eine ganze, ganze Weile sparen für. Aber ich bin da optimistisch. Doch, tatsächlich relativ ein bisschen. Ich versuche es auf jeden Fall nochmal in der Folge jetzt zu schaffen, das hier freizuschalten. Das wäre ganz cool. Da kann ich das nämlich zwischen den Folgen ab und zu mal mit einsetzen. Bringt zwar nicht viel, aber auf jeden Fall haben wir es in der nächsten Folge gleich mit bei. Gut, hätten wir so oder so, weil bis zur nächsten Folge könnten wir dann, hätten wir sowieso so viel gespart, dass ich das dann gleich in der nächsten Folge kaufen könnte. Aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Ich will es einfach jetzt haben. Ich will es haben. Mein Schatz. So. Gucken, was geht hier noch so alles? Ah, falsche Tasse. Das da. Nee, ist mir alles zu teuer. Das ist alles. Muss nicht sein. Mal gucken, was wir hier oben machen können. Hier oben haben wir bereits alles. Ja, doch, hier oben haben wir alles. Das heißt, der nächste wäre dann tatsächlich erst The Green, The Great Forest. Hier. Ja gut, wir ziehen mal hier unten lieber noch ein bisschen weiter. Oh, gleich kommt der nächste Boss. Gleich ist es soweit. Aua, 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 zum Glück habe ich die Dinger aktiviert. Ich glaube, ohne die man würde ich jetzt nicht schaffen. Nee, nee, der ist ganz schön. Was, das mit ihm schaffen wir es gerade mal so. Also, nicht gerade mal so, aber es ist auf jeden Fall enger als Millibus. Oh, wobei, wir hatten noch 10 Sekunden übrig. Geht, aber man muss es ja nicht unnötig, unnötig knapp machen. Gut, dann können wir uns sogar noch Sir Georg den zweiten leisten.
manchmal, wir haben gerade mal eine Kombi von 18.000. Aber wir spielen doch schon länger als eine halbe Stunde. Wir müssen eigentlich schon länger als eine halbe Stunde spielen. Ja, sag ich doch. Hä? Manchmal, nee, halt. Wie sagen wir dann? Habe ich den Autoklick erst viel später aktiviert oder was? LOL. Weil normalerweise müssten allein in einer Viertelstunde müssten 9000 Klicks sein. Heißt also, in einer halben Stunde müssten schon 18.000 erreicht sein. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Tatsächlich, ich glaube, ich muss noch ein bisschen nachforschen. Ja, ich muss mal hier Headquarter aktivieren. Interessant. Gefällt mir. Nicht wirklich. Aber gut, lassen wir das. Tja, das mit den Clan können wir leider auch vergessen. Das wird, wie gesagt, wahrscheinlich nichts mehr. Liegt wahrscheinlich einfach an der Version hier. Das halt keine ganz offizielle Version von Clicker Heroes ist, sondern halt eine über so eine Fremdseite. Wobei, dieses ist ja hier diese Cool Mass Games, und das scheint wohl doch irgendwie etwas enger mit dem Spiel verworren zu sein. Also, das Spiel ist nicht direkt von denen auf keinen Fall, aber die scheint tatsächlich was mit dem Spiel zu tun zu haben. Ist also hier nicht nur rein, dass sie hier das Spiel hier hosten, sondern die sind auch irgendwie mit dem Spiel entweder an Entwicklung beteiligt gewesen oder am Publishing beteiligt gewesen oder irgendwie sowas. Also, weil im Zusammenhang von Clicker Heroes lese ich den Namen Coolmath Games öfters. Scheint wohl also doch eine etwas offiziellere Variante hier zu sein, aber halt immerhin veraltet und damit mit dem neueren Clan-System wahrscheinlich inkompatibel oder halt einfach der Unterschied wäre zu groß, weswegen es da Chaos geben würde und man hat es deswegen deaktiviert. Ich habe keine Ahnung. Na komm, noch ein bisschen hier. Na, ernsthaft jetzt. Ich schau dich gleich. Hau dich tot. Tja, und bei mir mittlerweile bin ich wieder Level 4400. Also Knabe Nagel langsam wieder an der 4800er Marke, wo ich letztes war. Also vor dem komplett Reset. Ich habe ja, als ich hier mit dem Let's Play angefangen hatte, habe ich ja auch bei meinem wirklich ein Komplett-Reset gemacht. Heißt also, alles gelöscht und nicht nur hier eine Transcension gemacht. Und bin aber wieder auf Level 4800, so. Und wir strickeln hier gerade mal bei Level 300 rum. Das ist traurig. Aber gut, ist halt so. Ist halt leider so. So, auf jeden Fall fangen wir hier tatsächlich auch langsam an, langsamer zu werden. Das heißt, vielleicht mache ich jetzt doch einfach mal einen Break. Und dann gucken wir mal, ich versuche auf jeden Fall ihn hier möglichst hoch zu leveln. Und dann gucken wir mal, kann ich hier noch etwas Sinnvolles machen? Yay! Okay, dann versuche ich doch nochmal den Boss zu bossen. Das könnte tatsächlich geil werden. Welchen Faktor haben wir? Kator 15. Oh Gott, da ist ja gar nichts. Ja, wir haben ja noch keine Sprünge drin. Normalerweise hat man ja, sieht man die kritischen Treffer richtig, dass dann der Balken mit einmal sprunghaft größer wird. Ich meine, man sieht die Sprünge, ja, aber sie sind halt verdammt klein. Also, es bringt halt tatsächlich eher wenig. Von daher dürften wir damit den Boss auch nicht erledigt bekommen. Wir können es ja mal probieren. Ich bezweifle aber, dass wir das schaffen. Ach Gott. Auf jeden Fall mache ich dann danach Feierabend, weil also jetzt mit der Aufnahme hier. Und dann level ich den halt noch weiter hoch während der Zeit. Und dann mal gucken. So, achso, ich wollte das Ding aktivieren. Bam bam. Ne, das wird gar nichts. Das wird sowas von überhaupt nichts. Gut, okay. Dann sollte das gewesen sein. Dann sehen wir uns dann heute Abend zur nächsten Aufnahme wieder.